Hallo liebe Fotofreunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich wohne hier am wunderschönen Ammersee. Ich bin Fotograf und Filmemacher und ja, gerade in den letzten Monaten werde ich öfter über E-Mails angefragt, ob ich den Fotobox hier am Ammersee anbiete. Die Antwort ist ja, aber keine Fotobox in Gruppen. Ich mache das eigentlich immer in so Einzelcoachings, weil ich bin der Meinung, da bleibt einfach mehr hängen und da kann ich viel besser auf den Teilnehmer einfach eingehen, weil so ein Sonnenuntergang vergeht ruckzuck und ich bin wirklich der Meinung, in einer Gruppe von 6-7 Leuten kann ich mich nicht um alle gleichermaßen kümmern, deswegen Fotowalks mit Einzelpersonen. Die sind nicht ganz billig, ihr wisst, ich bin freiberuflicher Filmemacher und Fotograf, ich verlange auch tatsächlich 90 Euro netto die Stunde und jetzt kam mir die Idee, nicht jeder hat das Geld dazu, der hier Urlaub macht, dass er mit mir hier nochmal loszieht. So möchte ich euch in dem Video einfach mal einen Uferabschnitt hier in Breitbrunn an der Ostseite des Ammersees einfach mal vorstellen, dass ihr euch vielleicht einfach mal für euren persönlichen Fotowalk inspirieren lasst, was für Motive hier so sind. Und ich laufe jetzt hier einfach mal südlich von dem Dampfersteg in Breitbrunn runter, vielleicht 1-2 Kilometer. Ich zeige euch einfach mal ein paar Fotospots, die mir so immer wieder ins Auge fallen. Das wird jetzt kein Tutorial oder sowas und ich werde auch versuchen, so wenig Langzeitbelichtungen wie nur möglich zu machen. Aber hier geht es einfach mal um die Spotsuche und das Spotfinden, weil die Fragen erreichen mich auch immer wieder, wo kann man fotografieren? Und ich sage immer, hey, ladet euch einfach ein Fahrrad aus, fahrt um den See rum, das habt ihr in 1-2 Stunden geschafft und dann seht ihr eigentlich alle Spots. Man muss halt nur die Augen offen halten. Also, jetzt geht's los. Ach so, was ich vergessen habe, ich habe Gummistiefel an. Das Wasser hier in der Wanne ist relativ hoch und es ist keine so schlechte Idee, matscherprobte Schuhe dabei zu haben oder eben Gummistiefel. Und wie ihr sehen könnt, da hinten ist der Dampfersteg von Breitbrunn und ich laufe mit euch jetzt hier einfach das Ufer entlang. Das ist ein schöner Uferwanderweg, wie gesagt, matschig. Und da vorne sehe ich schon das allererste Motiv, das sind zwei rote Liegestühle auf einem privaten Steg. Die schnappe ich mir jetzt zuerst mal. Das wird das erste Fotomotiv. Na, leider spielt das Wetter jetzt nicht so richtig mit. Da hinten kommt schon ein schöner Regenschauer runter. Die Sonne hat sich verzogen, aber macht nichts. Es geht jetzt hier um Spots finden. Also, da hinten sind diese zwei roten Liegestühle. Die werde ich jetzt mal hier auf 150, 180 mm fotografieren und wähle auch da jetzt mal bewusst eine 2,8er Blende, weil ich die Boote ein bisschen blurry, ein bisschen verschwommen darstellen will. Mir geht es ja in erster Linie hier um diese roten Stühle. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn da die Sonne noch drauf knallt, leuchten die noch so richtig schön und heben sich noch viel mehr ab von dem Steg und dem Wasser. So, wenn ich jetzt mit einer 2,8er Blende fotografiere, muss ich fast auf 1/640 bei dieser Lichtsituation zurückgehen. Jetzt kommen mir die Gummistiefel zugute, weil ich kann mich hier ein bisschen ins Wasser stellen. Nicht zu tief. Mache das erste Foto. Super. So, und bei der Bildkomposition habe ich darauf geachtet, dass ich die Stühle eher so in die linke Bildhälfte reinbringe. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand drauf sitzt, will er irgendwo rausgucken. Oh, was ist da los? Es kommt leicht der Wind auf und ich glaube, es dauert nur noch ganz wenige Minuten, bis hier auch ein ordentlicher Regenschauer runterkommt. Also die Dusche ist garantiert. Scheiße, gerade jetzt, wo ich das Video aufnehmen will. Oh Mann. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Unterstellen kann man sich hier am Uferabschnitt bei Breitbrunn nirgendwo so richtig. Hier habe ich schon den ersten Steg, der ist privado. Könnte ich direkt mitnehmen, oder? Auch schnell aus der Hand. Bam! Ich mache auch keine Langzeitbelichtung, weil die Wolken, die schauen so dramatisch und voller Wasser aus. Das mache ich einfach aus der Hand, kurze Belichtungszeit, Deckel ab. Ich habe hier, was weiß ich, das nehmen wir da,
ca. 20 mm hier im ersten Steg. Halt die Kamera schön waagrecht. Boom. Zweite Bild im Kasten. Leider tröpfelt es jetzt auch schon. Oh, Mächt. Allmächt. Dabei habe ich jetzt einfach die Spitze des Steges anfokussiert. Jetzt geht's hier los mit dem Regen. Fuck, jetzt wo ich erst warm laufe. Oh, schade. Und wie gesagt, hier kann man sich nirgendwo unterstellen. Okay Leute, jetzt würde ich sagen, scheiß aufs Equipment. Ich mache noch ein, zwei Bilder im Regen. Selben roten Liegestühle sind da hinten. Bam! Wie wäre es, wenn wir es von unten fotografieren? Ah, die Bedingungen sind jetzt echt blöd, weil meine Linse jetzt einfach komplett nass ist. Shit. Schadet hier am Ufer wirklich nicht, auch ein Teleobjektiv mitzunehmen. In dem Fall, ich habe hier das nasse 70 bis 180 dabei. Das Foto hier mit einer langen Brennweite kann man so machen, entweder aus einer stehenden Position, dann versinken die Stühle quasi im Wasser, also die, dann heben sich super gut ab. Oder ich fotografiere von unten, heb sie raus aus dem Wasser. Okay, schaut her, hier ist schon der nächste Steg. Da kann man auch mal direkt herlaufen und hier ein Bild von machen. So Stege gibt es hier genug. Jetzt bleibe ich auch hier gleich noch bei meiner langen Brennweite. Stelle mich vielleicht wirklich tatsächlich mal mittig hier hin. Und wow, da kommen die Wolken schön zur Geltung da hinten. Ich fokussiere in dem Fall jetzt die Boote da an. Und wenn ich durch den Sucher gucke, habe ich hier ein ganz gutes Gefühl fürs Bild. Ich kann jetzt natürlich auch mal versuchen, die Kamera ganz runter zu nehmen. Da kommt halt der Steg sehr, sehr buchtig daher. Hier liegt auch ein kleines Blatt. Sieht eigentlich auch sehr geil aus. Lege ich vielleicht einfach mal hier so hin. Vielleicht gibt es dem Ganzen noch einen kleinen Akzent. Toll. Boote anfokussieren. Top Foto. 30 Sekunden hat es gedauert. Geil. Jetzt laufen wir mal den Uferweg einfach weiter entlang. Irgendwas Cooles kommt da noch. Die Sonne geht halt am Abend auch da direkt dort unten runter. Das ist schon ein geiler Spot hier, wirklich auch für Sonnenuntergangsfotografie. Okay, jetzt geht's mal weiter. Schöner Busch. So, gerade mal wieder 10 Meter weiter gelaufen. Und wenn man auf Landschaft in Verbindung mit See und Ufer steht, kommt man hier echt auf seine Kosten. Ich habe jetzt hier das 16-35 wieder drauf. Hier ist ganz geil. Die Sonne blitzelt da so ein bisschen durch dieses Wolkenloch. Oder das lässt sich zumindest erahnen. Da kann man auch was draus machen. Muss mal durchschauen, auf wie viel Millimeter. Ja,
Torab 16 mm. Wow, sieht gut aus. Alles hier ohne viel Schnickschnack. Ein, zwei Fotos, zack. Was halt auch noch wichtig ist, was wichtig zu wissen ist, bei gutem Wetter sieht man da hinten sogar die Alpen. Das ist echt schön. Also da muss man hier ein bisschen um die Ecke noch laufen, aber das wäre dann hier so, da kann man schön die Alpen sehen. Bloß nicht hinfallen, Herr Eichhorn. Oh geil, da ist ein rotes Boot. Wow, das sieht gut aus. Viel besser noch als dieses Motiv. Zeige ich euch mal. Ist hier dieses Boot. Haha, cool, dass ich das gerade entdeckt habe. Na gut, hier kommt man mehr oder weniger auch dran vorbei. Hier, hey. Schaut euch das mal an. Okay, ich habe mir jetzt mittlerweile den Polfilter draufgeschraubt. Das ist hier von Freewell ein schönes Goodie, damit ich auch so ein bisschen die Spiegelung aus dem Wasser rauskriege, wenn denn die Sonne tatsächlich nochmal aufgehen sollte. Und die, die mich kennen, die wissen ja, ich lasse mir eigentlich viel, viel Zeit zum Fotografieren, aber heute muss ich mir einfach sputen. Ich will nicht nochmal nass werden und will euch möglichst viele Fotospots zeigen. Hier geht es um die Quantität, weniger um die Qualität. Ich gebe mir trotzdem Mühe, glaubt's mir. Ich betrachte das jetzt eigentlich so wie ein Auto. Ich würde es gerne irgendwie seitlich fotografieren, dass ich so ein Drittel Schnauze und zwei Drittel Rumpf von dem Boot drauf habe. Vielleicht kann ich das ein kleines Stückchen bewegen. Okay, ich kann es nicht bewegen, glaube ich. Oder doch? So, geht doch. Okay. Wow, das könnte ein schönes Bild werden. Okay, dass man was von dem Boot sieht, muss ich tatsächlich auch aus der Position fotografieren. Und ist echt die Frage, wie machst du das, ne? Nee, easy ist es nicht. Ich drehe erstmal einen Polfilter, damit das Wasser dunkler wird. Schön. Fokussieren tue ich den Bereich hier. Wow. Da kommt Seefeeling auf mit so einem schönen Boot. Puh, jetzt bin ich schon leicht ins Schwitzen gekommen. Macht echt Spaß, kann ich euch sagen. So, jetzt geht's weiter. Es regnet gleich wieder. Gerade mal 2 Pfützen und 5 Meter weiter ist dieser wunderschöne Baum. Ich weiß nicht, ob es eine Linde ist oder so, der hier ins Wasser reinhängt. Stellt euch das auch mal vor bei Sonnenuntergang, wenn da die Sonne durch die Blätter durchblitzelt. Wow. Und hier der massive Baumstamm. Das könnte ja bald ein Mammutbaum sein oder so. Ist ja Wahnsinn. Krass, krass. Gut. Kamera hätte ich gar nicht ausmachen müssen. Was kann man denn hier zaubern? Hier darf ich die ISO mal schön hochdrehen. Boah, das sieht echt gut aus. Da muss ich tatsächlich noch mal bei besserem Licht herkommen. Hier schneide ich jetzt den Baumstumpf hier irgendwie ab, dass ich hier schön diesen Halbkreis auch drauf habe auf dem Bild. Oh, das sieht toll aus mit Ufer. Im Herbst könnte das noch besser aussehen hier. Super schönes Bild. Hier wäre jetzt auch eine Langzeitbelichtung denkbar, weil da keine Boote zu sehen sind. Was ich bei dem Foto jetzt gemacht habe, ich habe darauf geachtet, dass der Uferabschnitt und dieser Baumstamm unten so ein Dreieck irgendwie bildet in meinem Bild. Sieht für mich ganz gut aus so.
Ansonsten, ja, Mai, von hier könnte man was machen. Aber schöner ist es tatsächlich, von hier hinten zu fotografieren. Für manche Wanderer ist es echt nur ein Baum, der irgendwie in den Ästen fast ins Wasser hängt. Für mich ist es ein super schönes Fotomotiv. Ich schwitze, es ist der Wahnsinn. Also so angestrengt habe ich mich ja noch nie beim Fotografieren. Okay, weiter geht's jetzt. Packe ich die Kamera gar nicht mehr groß ein. Die nächsten Pfützen warten auf mich. Der Baum auch nochmal von der anderen Seite. Ja, leider fotografiere ich komplett ins Graue hinein. Der nächste Regenschauer kommt schon wieder. So, jetzt fängt es richtig das Regnen an. Oh, übel. Was machen wir da nur? Hier, einmal Schienen. Und schon ist die Linse nass. So. Wenn ich einen Regenschirm dabei gehabt hätte, wäre es besser gewesen. Hier den Steg nehme ich auch noch mal schnell mit. Cool. Ah, Leute, hätte ich nicht gedacht, dass das heute so ein Scheißwetter wird. Aber mei, so ist es halt. So Leute, so in dem Style geht es hier am Ufer tatsächlich weiter. Für mich macht es jetzt hier, glaube ich, keinen Sinn mehr. Das letzte Motiv, was ich jetzt noch mitnehme, ist hier dieser schöne Wurzelbaum. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Aber es regnet einfach viel zu stark jetzt. Es ist fast schon ein bisschen unangenehm hier zu stehen und zu fotografieren. Boah, der Baum, der kann was. Wenn ich hier von unten fotografiere, habe ich nicht das störende Haus da im Hintergrund drauf. Ah, sehr geiles Bild, sehr schön. Einfach aus der Hand. Bam, Alter. So, also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass hier was geht am Ammersee, wenn ihr hier zufällig seid und Urlaub macht. Scheut euch nicht davor, Breitbrunn mal anzusteuern und den Uferweg entlang zu laufen. So, das war's von mir hier aus dem Regen. Viele Grüße, gebt mir gerne Like für mein Video und dafür, dass ich nass geworden bin, aber gehört dazu. Bye bye, euer Sigi vom See.